Das ist so, Matteo. Sprichst du mit mir oder haben dich die Abgase endgültig durchdrehen lassen? Ich scroll durch meinen Feed. Oh, Mr. Wrights und die sozialen Medien. Er trifft dort Menschen. Virtuelle Menschen, die wahrscheinlich 70-jährige Omis aus Idaho sind. Trotzdem gut für dich. Hör mal her. Fast and Furry 23 meint, Matteo ist so heiß, ich würde alles für ihn tun. Wenn der mich anfahren würde, würde ich mich bedanken. Und rate mal, was Nerves of Wheel darauf geantwortet hat. Du sprichst in Rätseln, deswegen sag ich mal, mir egal. Er hat geschrieben, Matteo ist so ein Idiot. An alle Einheiten, Verkehrsgefährdung gesichtet! Das war lächerlich, Leute! That's right. Abholung gefällig? Hi. Es heißt, du hilfst Leuten aus der Patsche? Ja, das mache ich ab und zu. Kann ich dir helfen? Kannst du. Okay, sag mir, wo du bist und ich komme zu dir. Danke. Schicke dir den Ort. Ein Wagen. Ein Wagen und wir haben ihn verloren. Seriously, bro?
Verfolgung der Subjekte begonnen. Niemand überholt mich. Zentrale? Interceptor verfolgt die Zauzi-Zielperson. Ist alles okay? Undercover ist hier, Zentrale. Verstanden? Kiddo, im Polizeifunk heißt es, dass heute Nacht jede Menge Cops unterwegs sind. Danke, Ryder. Wirklich. Ich weiß, du kommst klar, aber sei vorsichtig. Wäre echt schade, wenn du das hart verdiente Geld an die Cops verlierst. Ryder ist right. Abholung gefällig? Hi. Es heißt, du hilfst Leuten aus der Patsche? Ja, das mache ich ab und zu. Kann ich dir helfen? Kannst du. Okay, sag mir, wo du bist und ich komme zu dir. Danke. Schicke dir den Ort. Eingeschaltet haben. Trotz der klugen Wortwahl und des volksnahen Charmes ist es ganz offensichtlich, dass uns Bürgermeisterin Stevenson von dem ablenken will, was eigentlich vor sich geht. Vielleicht ist es an der Zeit, dass die Polizei von Lakeshore einen Blick auf die korrupten Kriminellen wirft, die diese Straßen beherrschen und nicht auf diejenigen, die schnell auf ihnen fahren. Oh, wow. Stevenson wird richtig fertig gemacht.
Lava im Blick. Zentrale. Subjekt auf Kennedy Test Track verloren. Findet diesen Idioten! Thank you.
Mann, Rydell, seit wann kosten Autoteile denn so viel? Ich habe schon einmal eine Organe gespendet. Eine edle Karre kostet nun mal. Wenn ihr schnelles Geld braucht, habe ich Jobs für euch. Danke, aber wir brauchen Aufträge, die viel Kohle bringen. Solche Aufträge haben meiner Meinung nach immer einen Haken. Ohne Risiko keine Belohnung. Aha. Yo, Speedy. Ich hab mal gerechnet. Bis zur Qualifikation brauchen wir viel mehr Kohle. Das wird schon. Wir müssen den Einsatz erhöhen. Warum? Hab ich das Gefühl, dass Rydell nicht davon erfahren sollte. Bleib cool, Speedy. Ich werde meine goldene Gans so kurz vor dem Grant vor Ärger bewahren. Wenn du meinst. Ich melde mich, wenn ich was hab. Schon mal mein Geld abzählen. Genau soll Freiheit schmecken. Wie heiße Maiskolben auf dem Jahrmarkt? Hotdogs frisch vom Grill? Wie eine Deep Dish Pizza am 4. Juli? Falsch. Sie schmeckt nach allem davon, denn Freiheit ist nicht pflanzlich.
wählt Parker zum Bürgermeister und kostet die Freiheit. Vielleicht schmeckt Freiheit ja wie Hühnchen.
Zielperson? Sieht so aus. Thank you.
glaube, die Zielperson ist hier. Zielperson gefährdet Menschen. Brauche Unterstützung. Ziel fährt eine Nissan. Zentrale hier. Zielperson wurde bei Seba Ski Resort gesichtet. Seba Ski Resort abgeschüttelt. Wir müssen die Arschlöcher finden. Beende die Verfolgung. Die sind zu schnell. Mein Kumpel Kevin war heute hier. Blondhaar Kevin? Boxhead Kevin. Der so leicht schielt? Nein, das ist Krummauge Kevin. Du kennst echt viele Kevins. Kevin hat mir von einer Werkstatt erzählt, die von den Bullen gefälscht wurde. Die haben den Laden dicht gemacht. Einfach so. Das ist bestimmt irgendeine heruntergekommene Bude, die verpfiffen wurde, weil die krumme Dinger gedreht haben. Das betrifft uns nicht. Stimmt. Wir sind sauber. Sagt sogar unser Opossum.